Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu Phasmophobia, zu einem kleinen Halloween-Special mit einem tanzenden, stark pigmentierten jungen Herrn. Stellen Sie sich mal vor. Ja, hallo, wir sind wieder nicht. Ich bin der Dave, aka der Tefus. Hallo Max. Eine altbekannte Stimme hier auf dem Kanal, jetzt endlich mal wieder dabei. Oh ja, mein alter Freund. Dann aus dem letzten Video momentan noch eine dunkelhäutige Lady. Hallo. Oh, it's ma'am. Ah. Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Toto Runderkegel, aka Erik. Und der vierte im Bunde aus dem Handvideo. Hallo. Hallo, ich bin dafür bekannt, dass ich Magie als Aftershave verwende. Das ist sehr gut. Und mit diesen Worten wollen wir auch gleich reinstarten, Sunny Meadows, und los geht's. Hey! Und da sind wir auch schon alle da hier. Meine Hand ist weg und hält hier gerade die Taschenlampe. Erik, nimm mal deine Hand wieder weg. Was für eine Hand? Ich hab keine Hand. Leute. Ich habe gar nichts gemacht. Okay. So. Also, wir werden heute in Zweiergruppen unterwegs sein. Ich werde mir den lieben Totoronak schnappen. Ich werde mit ihm schnacken und ihn schnappen und in dunkle Räume verführen. Oh, geil. Genau. Und ihr zwei bietet das zweite Team. Warum habe ich mir einen Dave ausgesucht? Wirklich, das ist schon so dunkel, den finde ich doch nie wieder. Ja, das ist dein Problem. Also, ich habe mir gedacht, ihr zwei werdet euch die linke Seite vornehmen. Und wir nehmen die rechte, oder? Ja, ich denke. Wir haben es mit Kyle Young zu tun. Kyle Young, wir gehen den jetzt zu. So, warum kann ich die Ausrüstung nicht benutzen? Was passiert hier? Was passiert hier? Dave, ich hab Angst. Ich stell mich hier in die Ecke. Stell dich mal da in die Ecke. Stell mich in die links Ecke. Links rum sollen wir gehen, ne? Leute, müssen wir links rum gehen? Müssen wir links rum? Wir haben Demenz. Ja, ihr seid links. Dave, ich glaube, die meinen, dass wir rechts lang gehen sollen. Die Kirche ist ja mal voll crank. Ich bin der Gesinnung nach. Ja, die finde ich auch nice. Die ist schon. Rest. Oh, jetzt geht es weiter. Um. Was hast du mit Dave? Auf was spielen wir? Auf fortgeschritten. Also noch nicht Profi. Also, wo seid ihr nun lang? Links. Okay. Ja, links rum. Ich hab das EMF dabei und das Buch. Du wärst hier lang? Okay, ich hab Kamera und Parabolmikrofon, damit können wir lernen. Falls ihr hier irgendwo lernen macht, dürft ihr das hören. Also für euch alle, liebe Freunde, das ist auch die erste Runde im neuen Asylum für den lieben Totoronak. Das ist gelogen, aber... aber fast. Aber fast. Also ja, ich habe bis jetzt nur eine kleine Runde im Sunny Meadows gedreht. Ich hatte hier gerade schon einen Ausschlag. Hallo? In der Kapelle vielleicht? Hallo? Ich guck mal schnell, ob es hier einen Ort gibt. Alter, die Schritte hier, die machen mich fertig. Max, ich höre überall Schritte. Ja, das muss so. Hier hinten läuft doch einer. Okay, also hier ja, rechts von mir höre ich 0,4. Alright. Oder wann geht das? Wir haben sie sogar einen Wecker. Guck mal, wie hießen diese Dinger nochmal hier, die... Oh Gott, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Hier ein Metronom. Okay. Metronom, genau. Ich als junger Musiker, ne? Muss das ja wissen. Als junger Musiker. Na, ich hab mir mal eine Gitarre gekauft, hab ein Jahr gespielt und danach aufgehört. Guck mal, die Uhr, die tickt. Was liegt denn hier? Ach, ein Jojo. Ich weiß nicht, ist das nicht eine Tasche? Ist das ein Jojo? Ein Jojo. Ach, stimmt, das ist ein Jojo. Ich dachte, das wäre eine Taschenuhr. Taschenuhr wäre cool.
Nicht direkt von dir? Nichts. Außer schmutzige Räumlichkeiten nicht. Und Gruseligkeit. Also ich habe hier drüben teilweise schon einen Ausschlag auf dem Parabolmikrofon. Also ich weiß nicht, ob er hier drüben ist. Wie hoch? Teilweise 2,5 und so. Okay, ich habe hier nur manchmal 0,4, aber ich meine mir, dass das nichts weiter zu bedeuten hat, weil das irgendwie von uns kommt, aber... Alter, Max. Weiß ich bin kein Professor. Digga, Max, hier waren gerade Schreie. Hier waren gerade einfach solche leisen Schreie. Hörst du das? Gerade nicht mehr, aber... Hört mal, Jungs, seid mal bitte kurz ruhig, Alter. Hier drüben, das Asylum ist ja mal abnormal krass. Hier sind einfach Schreie. Ja. Jetzt hört man sie nicht mehr, Alter, gerade eben. No joke. Ja doch, bei mir waren die jetzt gerade eben. Ich hatte kurz Ausschlag von 5 und 10. Ich hab 10. Bis vielleicht 10. Ja, ich denke, das ist bei uns. Morgen ist es Lied 5. Kommt ihr links unten im Keller? Oh, hier ist zum, die Leichenhalle. Die Leichenhalle, mal, also die, bei, auf der linken Seite bei uns. Unten. Ich habe jetzt ja, glatt 10 Dezibel in der Leichenhalle, oder können das die Fliegen sein? Das können nur die, ich denke, das sind also die Fliegen. Ich denke schon, dass das auch die Fliegen sein könnten. Dann halt, habe ich mein Maul gehalten. Das will ich dir auch geraten haben. Leute, bei uns braucht ihr nichts ernst nehmen. Wir sind alle Freunde, also wir kommen schon damit klar. Wir labern uns immer mit einer Scheiße voll. Hier ist mein alter Sitzstuhl. Dave, du läufst weg und ich höre dich nur über den Sexshop reden, wirklich. Ja, hier ist mein alter Sexstuhl, hab ich gesagt. Ah, und hier hast du dich festgeschnallt mit deinem Bein? Was? Hm? Was du für Praktiken machst. Ich hatte ein ähnliches Modell zumindest. Ups. Wollen wir runtergehen oder erstmal oben? Fertig gucken. So. Weiß nicht, ich wäre jetzt hier runtergegangen und hätte hier unten geguckt. Okay. Wenn, nach oben müssen wir sowieso wieder. So nur zum Wählen, weißt du. Außerdem sind da hier hinten die lustigen Räumlichkeiten. Oh ja. Oh. Das ist die einzige Tür, hier, die nach außen aufgeht. Rein mit ihnen. Ich will schon wieder. Rein mit ihnen. Komm ich jetzt auf den Stuhl? Scheiße. Ich wusste, so endet das. Hier haben wir eine schöne Spritze. Kann ich mir eine aussuchen? Ja. Oh, das sind so richtig ekelhafte Rückenmarksspritzen, das hast du dabei. Ich höre hier draußen Schreie. Was ist denn los? Halt, stopp. Wer ist hier? Any Klos? Habt ihr schon was gefunden? Ja, hat in Englisch Klos gesorgt. Da hinten sind die Jungs. Blues Klos? Genau die. Da hat gerade jemand nach Hilfe gerufen. Oh, ich hab's so gehört, Eric, das Schreien. What the fuck? Sorry, ich konnte nie aufräumen, bevor ihr kommt. Max hat wieder seine Period. Müssen wir jetzt eigentlich diesen ganzen Raum zensieren, oder? Alter, oh, dieses Lobby-Geräusch, Alter. wir schreiben einfach für Kinder gleich. Die Hand wegnehmen, oder? Das ist nur Farbe. Das ist nur Farbe. Alter, was ist denn hier passiert? Wurde er erschossen? Der hat mein elektrisches Stuhl erschossen. Das ist kein Stuhl. Echt 3,0? Oh, jetzt ist wieder weg. Oh. 0,5 war in der Richtung. Vielleicht was weiter geht. Was ist denn hier geworden, Alter? Ich glaube, der Geist hat eher Bock auf uns, bevor wir Bock auf ihn haben. Also bevor die, also außer die Schreier habe ich bisher noch nichts mehr gekriegt. Ah, diese Stille hier. Wollen wir mal genießen? Komm. Ah. Hey, wo bist du? Psst. Es gibt keine Stille mit dem. Nee. Jetzt haben wir hier einfach Gruppen getauscht. Ich komm schon, Marvin. Ich komm schon. Nee, dann haben wir jetzt Gruppen getauscht, dann bin ich jetzt beim Eric.
Na okay, na dann machen wir einen Tausch. Einen dicken Doppeltausch. Okay. Wir gehen trotzdem hoch. Okay. Weil ich glaube nämlich oben ist es. Was kann ich oh, okay. Aus? Ja, wir haben irgendwie noch gar nichts gefunden. Ah, hier. Hinter dir. Hab dich. Oh, guck mal, jetzt sind wir sowieso alle zusammen. Okay. Ne, wir haben gerade getauscht. Ich habe ja nicht einen coolen Teammate. Die machen uns einfach die Tür zu. Da wollen wir dann mal hier da mal bleiben. Was, wo? Ne, hier oben waren nur Max und ich überall. Ne, genau, aber es gibt ja noch andere Seite. Hey! Hey, stellen bleiben, Polizei. Unsere Investigation. Ruhig. Ich glaube, die haben hier einen Hinweis, wir nehmen ihn einfach weg. Nee, ja. Genau, wirklich, das sind wie Journalisten. Endlich mal einen Garten. Oh Gott, hier ja, irgendwo muss er sein. Hä, ich mach einen Ding EMF an. Hier, ja. Zwei, drei EMF hier, hier auch drei EMF am Kiste. Die Kiste hier am Boden, ich hatte drei EMF. Ich habe ein Buch da und ich hatte Atem. Ja, Gefriertemperatur. Wir haben Gefriertemperatur, Jungs. Ich leg Buch auf den Tisch, Buch liegt auf dem Tisch. Boah, Alter, wie es hier losgeht, Alter, geht's genau in Like. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. Hier draußen. Weiß ich nicht. Ich glaub's war nie weg. Er jagt. Jagt oder? Er jagt und er kommt anscheinend auch raus. Keine Ahnung. Max? Ich darf nicht, das war auf mich. Okay, Aino ist tot. Ja, ja ich morgen ist tot. Morgen. Alter, wie hat er da morgen gehört? Das hab ich schon verrückt. Ich steh neben. Okay, dann sollten wir erstmal alle rausgehen, Pillen nehmen. Ja, lass uns gemeinsam Drogen nehmen. Wer ist vor mir hier? Ich. It's me, ich Mario! Drei Engel für Davy. Was finde ich auch immer noch cool an Ghost Exorcism? Einfach, dass man da über die Geisterbox mit den Toten reden könnte. Versuchen. Und geht die nicht auf? Bei der Jagd. You let the dogs out. War geil. So, also wollen wir mal schnell zusammenfassen, was wir haben. Wir haben Gefriertemperatur. Ja. Okay. Ja, das war's. Sauber. Ah, ich hätte das EMF, warum habe ich das EMF mitgenommen? Sag mal, kann man die Kamera vorher nicht mal aufs Stativ stellen? Nee, das geht nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, auch schon versucht. Eigentlich schon. Also ich hatte das, glaube ich, auch versucht. Mich lässt er nicht. Guck. Hä? Ich guck nicht. Oh, bei mir zeigt er das nicht an. Also ich habe da kein Raster, dass ich das reinsetzen könnte. Ist Schwarzlicht schon drin? Ich glaube nicht. Hab ich jetzt einmal dabei? Ja, du hast Emma dabei und der Marvin muss anscheinend Emma gehabt haben, weil Emma fehlt. Stimmt. Ja, der Marvin hat eins liegt im Garten drinne. Wisst ihr? Jetzt nicht täusch. Stativ brauchst du aber nicht für die Kamera. Für einen schöneren Blickwinkel oder was? So haben wir.
Habt ihr so ein Ding hier, so ein hier so ein Dots oder sowas? Ja, habe ich gerade mitgenommen. Haben wir denn eine Kamera für die Räumlichkeiten dort hinten? Ah, wartet doch mal. Habt ihr schon ein Buch? Nee. Ja, doch, liegt schon drin, hatte ich dabei. Was nehme ich jetzt mit? Leidenschaft. Ja, nimm Leidenschaft mit. Nee, du kannst mal gucken, was wir an optionalen Zehen haben und kannst da schon mal was mitnehmen. Nee, reicht eher noch. Ja, weil das hier kommt. Oh Gott, hier ist der Raum. Oh, der hat die Kiste bewegt. Ja, weil Marvin gestorben ist. Ah. Oh, der Schrank. Achso, also müssen alle permanent entkommen sein, oder? Naja, es darf halt währenddessen keiner sterben. Nein, jetzt ist das EMF ist in der Kiste, Mann. Ach, wo bist du? Ja. Was wir brauchen jetzt eigentlich? Also sollten wir mal rausgehen, ne? Wegen? Oder was braucht man? Also ich will schnell, wo müssen wir denn noch irgendwas holen? Also ich habe jetzt gerade die Türen abgeguckt mit blauen. Nach Dings gucken vielleicht, nach Obst. Obst haben wir nicht, habe ich schon geguckt. Okay. Schreibe etwas ins Buch. Du Teufel! Hallo. Du Dämon! Hi. Alle, wie viel Salz ist denn da jetzt in so einer Backen drin? Dreimal? Ja, dreimal. Drei. Oh, das kann ich schon. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Okay. Oh, I'm here, hat er gesagt. Schön. Mach die Tür auf! Das klang nicht nett, das I'm here. Bist du nett? Jetzt hätte sich noch hinter mir das Kreuz auf Süden drehen müssen. Das wäre so richtig geil gewesen, hätte sich das Kreuz auf Emma gedreht. Oh, was läuft denn hier? Lauf mich nicht. Okay, also haben wir schon mal zwei Hinweise. Wir haben... Was haben wir? Wir haben Geisterbox und wir haben Gefriertemperatur, ne? Fußboden? Hatten wir nicht aber irgendwas anderes vorhin noch? Ne, Gefriertemperatur und Box haben wir jetzt. Okay. Ja, und jetzt gehe ich raus. Gibt's ja ein Reacher-Board? Ich hätte voll Bock auf ein Reacher-Board. Müssten wir halt suchen. Ich guck mich noch mal ein bisschen um, wenn wir was nicht wollen. Ja, mach das mal. Komm, wir gehen raus. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Kriegst du das selbst mit? Ja, bin ich durch, das ist schon mal. Ja. So. Da fehlt uns nur noch ein einziger Hinweis. Ja, was ist wohl sein? Wo ist die Klingel hin? Oh, hat der Marvin mitgenommen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas finden. Ich sag Orb. Warte mal, fliegt da wirklich einer? Wo? Oh ja, da fliegt wirklich einer. Wo denn? So, du der Techno. Wie hast du den gesehen? Ach, ich denke, das wird für uns beide unterschiedlich sein. Ja. Lieber Totonak, wir haben einen Geisterorb. Oh, schön. So, jetzt brauchen wir noch ein Foto vom Geist und einmal... Achso, ja, hier waren es ja nur drei Hinweise, ne? Da haben wir ja jetzt einen Geist.
Naja, genau, genau. Einmal während der Jagd entkommen und ein Foto. Der zornige Geist. Genau, kannst du ja mal schnell vorlesen, wenn du magst. Oh, der Onryo wird oft als der zornige Geist bezeichnet. Er stiehlt Seelen aus den Körpern sterbender Opfer, um sich zu rächen. Dieser Geist ist dafür bekannt, dass er jede Form von Feuer fürchtet und alles tun würde, um sich von ihm fernzuhalten. Stärken, das Auslöschen einer Flamme kann einen Onryo zum Angriff veranlassen. Schwächen, wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gern. Genau. Die Beweise, die wir gefunden haben. Genau. Also ich vermute mal, die Schwäche hier, wenn er bedroht wird, bezieht sich auf Feuer halt. Also wenn man in eine Kerze reingeht, wird er wahrscheinlich weniger anfangen. Ja. Aber das Problem ist halt, sobald die Flamme ausgeht, kann er sofort anfangen zu jagen. Zornig. Stimmt. So, wo läuft denn? Ich finde das ja immer so spannend, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel an dem Spiel, wir haben jetzt rausgefunden, was für ein Geist ist, aber jetzt wollen wir jetzt ja gar nicht mehr mit dem zu tun haben, weißt du? Also wir wissen jetzt, wie wir am besten mit dem umgehen. Jetzt können wir ja eigentlich gar nicht mehr rein. Ja, weil wir sind mehr oder weniger halt nur das Team zum Identifizieren, die Vorhut für die, die den austreiben. Okay. Hallo! Kann man die Teams wechseln? Wunderschön, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. So. Wer kommt mit einer Fotokamera mit rein? Ich hab eine Kamera in der Hand. Ich. Dann müssen wir nur mal warten, bis wir wieder Sanity verlieren. Oder wir nehmen eine Kerze noch mit rein. Wer hat noch eine Hand frei für eine Kerze? Ich nehm die Kerze hier, komm. Was soll der Geist? Scheiß auf eine Taschenlampe, ich bin oldschool. Naja, Sinn und Zweck der Kerze ist, dass wir die ausmachen. Ja. Ja, reicht es aber nicht, wenn du zum Beispiel einfach dir und das Feuerzeug nehmen würdest und das einfach ausmachst? Feuerzeug, glaube ich, nehmen. Weil das muss man ja wechseln, um verschiedene Sachen zu machen. So, wir kommen. Jungs, macht doch mal die Taschenlampe aus. Wir können es ruhig mal ein bisschen romantisch machen. Das sehe ich aber nicht mehr. Hey, dann lass mich, komm daher, renn deine vor, komm doch zu mir und ich gehe vor. Mit der Taschenlampe. Mit der Kerze. Doch, der Davy macht mit. Der Davy ist cool. Davy ist cool. Jetzt sehe ich da aber immer noch nicht. Kurz mal rufen. Ich nix sehen, ich blind. Fäll ich auf. Das ist unser Raum. So, jetzt werfen wir die Kerze auf den Boden. Oh. Neuer Versuch. Ich weiß auch nicht, willst du drin stehen bleiben, wenn er anfängt zu jagen? Wird ein bisschen schwierig. Oh, Kerze ist aus, schon mal. Ich hab keine Lichtquelle. Vom Fahrzeug. Der böse Bube muss halt jagen. Dass ich zeige dich. Im Übrigen, dein Kreuz zeigt jetzt Richtung Süden. Ah, tatsächlich. Wurde ja mal Zeit. Schön, schön. Kerze ist aus. Zeige dich. Wer hat denn hier seinen Koffer mitgebracht? Zeige uns dein hässliches Gesicht. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wo ist es hin?
Koffer. Ach, hier. Koffergeist. Was möchte er uns sagen? Ghost in the box. Was? Nicht nur, was du dir sagen. Er jagt. Ich hab kein Licht für Foto. Foto. Wegrennen. Den Tod. Ja, scheiße, ist gelaufen. Scheiße ist gelaufen. Willst du meinen Kaffee? Nee, danke. Das ist so ein Buttercake, Alter. Ja, was? Entkommen den Geistern der Jagd? Das haben wir auch noch nicht geschafft. Ja, die sollen ja, jetzt einfach genau, gehen. Ja, weil immer wenn der jagt hat, einer von uns gestorben ist. Aber das Foto zählt wenigstens, das ist schön. Ja, stimmt, wir müssen dem mal entkommen. Oh, ich weiß nicht so ganz, ob ich das... Nee, die sollen jetzt einfach gehen. Ich weiß nicht so ganz, ob ich da nochmal rein. Das ist ein Argument. Endlich der Beweis für den Geister da oben. Der Zettel ist drin. Vor allen Dingen, du siehst aber auch nicht... Ihr wollt gern, dass wir fahren? Ja, willst du das gern? Willst du das gerne, aber das Problem ist ja, dass der Scanner von uns beiden aufnimmt, ne? Deswegen sollten wir mal fahren. Na dann, ja, Brüder, wir gehen Gas. Ja, endlich. Super. Ja, aber man muss ja unseren Ton noch wenigstens gehört haben. Wissen, aber der hat halt nicht gemacht. Ich hab die Tür angeleuchtet, Schwarzlicht. Von dem ja, ja, aber der hat halt nicht gemacht mit der Tür. Ja. Ach, meine Kinder.